Hundertaboso! Also, hallo und herzlich willkommen zu noch einem Pack-Opening von mir. Es muss eben wieder ein Pack-Opening sein, aber das erkläre ich später. Einfach Dankeschön für 100 Abos. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich 100 schaffe. Obwohl das jeder sagt. Also, höre ich einfach mal auf, darüber zu reden. Einfach nur Dankeschön. Und yo, das heißt, dass es wieder ein Pink Slips gibt. Wenn ihr eine Xbox One habt, dann kommentiert irgendwas. Sucht mich schnell, schreibt. Macht einen Penis in die Kommentare und dann suche ich einen Random-Kommentar aus und ernenne den Sieger übermorgen. Ich blende dann den Sieger seinen Namen ein auf YouTube und yo! Also, ich will gar nicht so lang reden. Ich will hier Packs öffnen. Rooney ist weiter in Form. Ribery in Form. Hummel ist weiter in Form. Wieder mit der guten alten deutschen 88er Wertung. Und meine Verbindung zu den EA-Servern wurde unterbrochen. Schickt. So, wie ich es gerade sagen wollte. Es gibt ultra viele Gold-Informs hier diese Woche. 3 Stück auf der Bank. Das heißt insgesamt 13 Informs, die wir ziehen könnten. Davon sind, sagen wir mal, 4 gut und dann gibt es noch so Tulala, Piatti, Durst, die vielleicht noch für irgendwas weggehen würden und sonst sind die ein Abschlusspreis. Ich öffne heute 27,5 KPX, weil kein Happy Hour ist. Oder? Ja, es ist kein Happy Hour. Ich öffne 20 Packs. Pack Nummer 5, 10, 15 und 20 stoße ich ab. Hier ist aber das erste Pack und ich ziehe Honda. Ich ziehe ein Auto. Schickt. Pack Nummer 2, Lionel Messi. Der gibt mir normalerweise recht gute Spieler. Aber naja, mal sehen, was er uns heute gibt. Der gibt uns Peter Crouch. Ach du Scheiße, und den falschen Suarez. Pack. Oh, schickt. Pack Nummer 5, das ist Abschlusspack Nummer 1. Jetzt bitte gib mir kein gutes Spiel, das wäre jetzt böse lächerlich. Mandanda, okay, das kann ich gerne abstoßen. Holy shit, waren da viele Spieler drin. So, jetzt fange ich mal an. Ellenbogen-Pack. Tim Howard ist vorne drauf. Das ist Pack Nummer 6. Ich darf nicht das 10 vergessen, sonst bin ich gefickt mit den Abschlusspacks. Tim Howard, gib mir Joe Hart. Okay, kann ich mitleben. Der ist ganz in Ordnung. Pack Nummer 8. Hier ist mein Schweden-Trikot. Bam, bam, bam und bam. Komm schon, Schweden. Jetzt noch mit dem Wappen überspringen und Ranocchia. Fick mein Leben, Mann. Gib mir mal einen guten Spieler. Pack Nummer 10, das ist jetzt nochmal ein Abstoßpack. Übersprung. Oh, das stoße ich gerne ab. Holy shit. Ist es eigentlich eine Hexe? 3 seltene Verträge in einem Pack, genau das will man sehen. Oh, ein Menü-Wappen. Pack Nummer 12, es muss sein, Stuhlpack. Das will ich jetzt so schnell machen wie möglich, damit es auch so gut funktioniert wie möglich. So, bam und bam. Jawohl, habe ich mein Pack geöffnet. Tim Howard, komm schon. Alter, EA, wollte mir mal einen seltenen Goldspieler wiedergeben, es wäre echt nett von euch. So, ich habe jetzt meine Mütze gewechselt. Das bringt's jetzt locker easy. Komm schon. Oh, ich weiß nicht, ob es richtig sitzt, aber Matic Upgrade. Matic ist gut. Einer meiner Lieblingsspieler in FIFA zu dem 15. Das ist einfach so der gute ZDM. Der wird aber wahrscheinlich nichts mehr wert sein, ja, 2000. Aber der kommt auf jeden Fall in meinen Verein. Rein, mein Verein. Wow, ich bin sowas von Kollege. Ja, Martin ist gut, gefällt mir hart. Dann nehme ich heute 1000 Münzen und stoße diese zwei hässlichen Waffen ab. Pack Nummer 15. Abschlusspack Nummer 3, weil Mathe schwierig ist. Ich habe es fast verkackt. Oh, scheiße, Mann. Oh, das wäre mega... Oh, fick mein Leben. Walker ist gut. Walker ist saugut eigentlich. Ja, so viel ist er nicht wert. Okay, 2000 oder so ist der wert.
Aber das, ja, das tut ein bisschen weh. Dann noch zwei Team-Fitness. Ja, okay, das tut ein bisschen weh. Abgestoßen. Pack Nummer 16. Ich habe mein Teddy aus der Kindheit geholt. Und bam, 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 bam. Komm schon. Messi, gib mir normalerweise gute Spieler. Oh mein Gott. Jawohl, ich hab's hingekriegt. Pack Nummer 18. Ich gucke nicht hin. Ah, vielleicht funktioniert's ja. Bei G2S funktioniert's ja relativ gut, wenn er aus seinem Zimmer läuft. Aber ich weiß nicht. Der zieht auch Packs für 5 Millionen Coins. Ich drehe mich jetzt um. Ach du Scheiße. Kann er etwa in mein fucking Gesicht gucken? Wo guckt dieser Typ hin? Dein Wappen ist nicht so gut. Nee, ich habe echt die Hoffnung verloren. Bibelpack. Es hat einfach noch nie funktioniert, aber trotzdem probiere ich es immer wieder. Pack Nummer 19. Wenn das jetzt nicht funktioniert, kriege ich keinen Spieler, der irgendwas wert ist. Zahn. Zahn. Und Kevin fucking Kurani. Wow. 41 Tempo. Ich brauche auf jeden Fall einen Spieler, der im Rollstuhl hockt. So, Abschlusspack Nummer 4. Das ist jetzt das letzte Pack. Mal sehen, was es so bringt. Ebue, ja, juckt mich keinen Millimeter. Ich habe wieder ein Team Fitness gezogen und ein Indien-Trikot abgestoßen. Yo, das war's dann für heute. Ich habe nichts gezogen. Es tut mir leid, dass ich wieder ein Pack-Opening sein musste, aber ich habe mal so die Aufrufe von den letzten Videos angeguckt und Pack to Glory und Leiterspiel bekommen nimmer so viele Aufrufe. Packs to Glory mache ich aber wahrscheinlich weiter, aber Leiterspiel bin ich mir nicht so wirklich sicher, weil ich in Leiterspiel mit Abstand am meisten Arbeit reinstecken muss, weil ich mit dem PC alles aufnehmen muss, dann die Bilder aufnehmen muss, alles zusammenfügen muss. Es ist mega viel Arbeit mit Leiterspiel und wenn es halt nicht die Aufrufe kriegt, dann lohnt sich nicht wirklich für mich. Dafür will ich jetzt bei The First Guy regelmäßig machen. Es schadet ja auch nicht, ein paar wenigere Serien zu haben. Wenn ich auch nur alle 2 Tage hochlade, dann ist es scheiße, wenn eine Folge von der Serie jede Woche kommt. Nur jede Woche, weil dann verliert man irgendwann den Überblick, wenn das schon so lange her war. Und ja, also Leiterspiel lasse ich wahrscheinlich sein, außer ihr schreibt es in den Kommentaren, dass ihr es alle sehen wollt, aber anhand von den Aufrufzahlen glaube ich, merkt man, dass ihr es nicht so wirklich sehen wollt. Und ja, übermorgen kommt dann Packs to Glory wahrscheinlich. Und ja, wenn es euch gefallen hat, drückt Daumen hoch, und wenn ihr neu seid, dann drückt Abonnieren, das würde mich sehr freuen. Wie gesagt, wir haben einen Komplex Glory, da bleibt eigentlich nichts weiter zu sagen, außer ciao und bis zum nächsten Mal.